Ich glaube, die beste Art und Weise, stolz auf seine Nation zu sein, heißt, auf all das stolz zu sein an der eigenen Nation, was nichts mit der eigenen Nation zu tun hat. Die Fußball-Europameisterschaft ist vorbei. Die Bilder der Flaggen und Fahnen in den Nationalfarben hat man überall gesehen. Jedes Auto war geschmückt. Findest du sowas in Ordnung? Flaggen auszustellen kann natürlich ganz verschiedene Bedeutungen haben. Wenn man eine Flagge ausstellt, weil irgendetwas Trauriges passiert ist, was irgendwie die Nation involviert, hat das eine Bedeutung. Wenn Krieg stattfindet, hat das eine ganz andere Bedeutung. Und Sport, insbesondere die EM oder auch die WM, sind ja im Grunde genommen so eine Art Kriegsersatzveranstaltung. Man inszeniert eben das Antreten einer Nation gegen eine andere, ohne dass das größere Konsequenzen hat, außerhalb von Hooligan-Schlägereien. Ja, aber ich würde jetzt Fußball nicht mit dem Krieg vergleichen. Die Pointe ist ja, dass zwei Nationen auf einem begrenzten Feld, wie auf dem Schlachtfeld, gegeneinander antreten und versuchen, eine Art Kanonenkugel, die weicher ist und so weiter und ungefährlicher, irgendwie zu versenken im Feld des anderen. Das heißt, die strategische Gesamtaufstellung ist, glaube ich, schon psychologisch gesehen eine Art Kriegsersatz unter Friedensbedingungen. Jetzt sind wir beim Krieg. Aber wenn jetzt das Spiel gut ausgeht und Deutschland gewinnt und auch ein paar Mal gewonnen hat, darf man dann stolz sein auf seine Nation und sagen, juhu, wir haben gewonnen? Naja, also ich habe jedenfalls noch nie gewonnen. Ich kann nicht mal Fußball spielen und ich persönlich kenne auch keinen einzigen dieser Spieler auf dem Feld, sodass ich eine Wir-Gemeinschaft mit dieser Person bilde. Genau genommen wurden dort einige Spieler mit deutscher Staatsbürgerschaft ausgewählt und die haben in einer riesigen Inszenierung symbolisch etwas ausgetragen, was genau genommen nichts mit mir zu tun hat. In der Weltrangliste des Nationalstolzes kursiert Deutschland immer auf den letzten Plätzen. USA und Venezuela sind auf den ersten Plätzen. Die sind richtig stolz und präsentieren ihre Fahnen und zum Beispiel sind stolz auf ihre Unabhängigkeit und Freiheit. Die USA haben den Nahen Osten zusammengeschossen mit einem ungerechten und unmotivierten Krieg gegen den Irak. Und das könnte auch damit zusammenhängen, dass sie die Flagge dauernd aufstellen und dass die Bürger der Meinung sind, dass ihre Zugehörigkeit zu den USA irgendwie sie anderen Völkern und anderen Nationen gegenüber überlegen macht. Insofern ist das gerade in diesem Fall überhaupt gar nichts Ungefährliches. Das heißt, die Deutschen dürfen ihre Flaggen nicht aufhängen, weil es wird gleich assoziiert mit Krieg oder mit dem, was die Vergangenheit eben mit sich gebracht hat. Ich glaube, die beste Art und Weise, stolz auf seine Nation zu sein, heißt, auf all das stolz zu sein an der eigenen Nation, was nichts mit der eigenen Nation zu tun hat. In unserer Verfassung steht an oberster Stelle, die Würde des Menschen ist unantastbar. So, das ist etwas, worauf man stolz sein kann. Warum? Weil es für alle Menschen gilt. Jede Errungenschaft, die ein Beitrag ist zum Fortschritt der Menschheit ohne Ansehen der Person, ist etwas, was zu begrüßen ist. Wenn die Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz in unserer Verfassung steht oder die Gleichheit der Geschlechter, dann sind das begrüßenswerte Sachen. Jede Leistung, die eine Leistung nur für die Deutschen ist, ist eine Leistung gegen andere Menschen auf diesem Planeten. Das darf man eben nicht vergessen.